Ja, nach der Gartensaison ist vor der Gartensaison. Also es geht bald ans Aussehen und ans Vorziehen. Jetzt am Anfang des Frühjahrs. Aber wir haben jetzt noch Winter, so im Januar. Jeder von euch hat bestimmt Samen gesammelt. Bei mir ist das diese Dose und da drin ist mein Saatgut aus allen möglichen Experimenten. An dieser Stelle mal ein Wort zur Haltbarkeit von Saatgut. Also gutes Saatgut hat ein Haltbarkeitsdatum. Das kann man hier sehen auf dieser Tüte. Da steht jetzt hier Januar 2023. Das sind noch 3 Jahre haltbar. Das ist sehr gut. Das ist auch ungefähr so eine Daumenregel. 3 Jahre halten ungefähr die Saaten und danach baut es doch stark ab, so mit der Keimfähigkeit. Ja, und genau darum geht es bei unserem Thema heute. Wir machen nämlich eine Keimprobe. Das macht man einfach so ein paar Wochen vor der richtigen Aussaat, um mal zu gucken, was kann das Saatgut eigentlich noch, was ich da gesammelt habe. Das geht folgendermaßen mit der Keimprobe. Ein einfaches Schälchen reicht. Und ein Vlies, das kann auch ein Küchentuch sein. Ich habe jetzt hier so ein Vlies. Das Vlies wird angefeuchtet, gut durchfeuchten. Und auf das feuchte Vlies, ihr kennt das vielleicht von so Kressesamen, die man so vorzieht, oder für so Sprossen, ne, für Salate, auf das Vlies werden unsere Samen, und zwar ziemlich genau 100 Stück habe ich hier abgezählt, aufgetragen. Das, was ihr hier jetzt so seht, das ist Senf. Das sind so kugelige Samen. Guckt, dass sich die Saat einigermaßen gut verteilt. Okay, auf dieser Seite haben wir also unseren Senf, den wir testen wollen. Und auf die andere Seite, also bei dem Senf weiß ich wirklich nicht, wie alt er ist, das Saatgut. Auf die andere Seite kommen jetzt mal frische Radieschensamen, die eigentlich noch gut funktionieren müssten. Aber wir wollen es ja mal testen. Die sind auch ein bisschen dicker. Und auch hier nimmt man dann eine ungefähr definierte Menge, ungefähr 100 Stück. Der Sinn ist nämlich folgender: Man guckt nach 2 Wochen, wenn die aufgegangen sind, wenn die gekeimt sind, wie viel Prozent haben gekeimt? 50%, 60 oder 90? Eine alte Gärtnerregel sagt, unter 50% lohnt sich das nicht mehr, mit dem Saatgut weiterzuarbeiten. Ist der Aufwand zu groß. In Richtung 70, 80, 90% optimal. Dann kann man die Samen auch weiter im Gemüsebeet verwenden. Ja, jetzt sind hier unsere Radieschen und der Senf. Und hier ist noch was vorbereitet. Das schauen wir uns dann in 2 Wochen an. Obendrauf kommt noch mal ein Vlies, was ich auch noch anfeuchten werde. Muss also alles gut durchfeuchtet sein. Man sieht das ja, wenn die Samen hier so langsam durchschimmern, dann ist es richtig schön feucht. Und jetzt kommt auf das Ganze eine Glasscheibe. Ihr könnt natürlich auch eine Frischhaltefolie drüber ziehen. Also der Sinn ist, so ein kleines, schön feucht-warmes Mini-Gewächshaus zu bauen. Und diese Saaten, die brauchen ungefähr 20 Grad Keimtemperatur. Da kommen sie optimal. Die bleiben also hier drinnen stehen. Ich stelle die hier in der Nähe vom Fenster hin, damit auch Licht drauf fällt. Da sind Lichtkeimer dabei. Und dann gucken wir mal in 2 Wochen, was draus geworden ist und ob es sich noch lohnt. Das ist die Keimprobe. 10 Tage sind vergangen und wir gucken uns mal das Ergebnis unserer Keimprobe an. Und ich sehe schon, guckt mal hier runter, die kommen schon fast durchs Glas durch. Und zwar sind das unsere Radieschen. Also dieses Keimgut hier ist wunderbar gekeimt. Die sind fast alle aufgegangen, da würde ich sagen 90, 95%. Aber auf der anderen Seite, der Senf, da ist gar nichts passiert. Und da werden wir auch, wenn wir noch länger warten, noch ein paar Tage, keine Ergebnisse finden. Also, dieses Saatgut kann man nicht mehr verwenden und das Radieschensaatgut ist super. Jetzt fragen mich immer wieder Leute, kann man die jetzt umpflanzen und daraus noch richtige Radieschen ziehen? Das geht nicht mehr. Also die Wurzel ist ja mit dem Vlies verwachsen. Aber ihr könnt natürlich die hier so abschneiden und aufs Käsebrot tun. Dann habt ihr leckere Sprossen. Das geht natürlich. Ja, und dann habe ich ja noch ein Schälchen. Da habe ich was vorbereitet. Wollte ich euch die Lösung zeigen. Und zwar ist das einmal wilde Rauke, Rucola. Das sind ganz feine Samen. Und auch die sind, ich würde sagen, ja, auch bestimmt zu 90% gekeimt. Und auf der anderen Seite, Kresse ist gar nicht gekeimt. Das war älteres Saatgut. Also auch hier das Ergebnis, die Kresse lohnt sich nicht mehr. Also lohnt sich wirklich nicht der Aufwand. Und die Rauke ist super.
Macht auch mal eine Keimprobe, es lohnt sich. Dann vermeidet man, dass man irgendwie mit altem Saatgut arbeitet und die ganze Arbeit ist umsonst im Garten. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, da gibt es nämlich jede Woche neue Gartenvideos. Ich freue mich. Thank you.